Einerseits ist es natürlich eine Ehre für das österreichische Nationalteam zu spielen, aber es ist für mich auch eine Ehre, mit Nico gemeinsam im Nationalteam zu spielen. Oft ist es im Nationalteam so, dass es wie in einem All-Star-Team ist, dass alle aus ihren Vereinen zusammenkommen und das Nationalteam quasi nur als Nebenprojekt sehen. Für mich und ich glaube für uns beide ist das ein bisschen umgekehrt. Im Nationalteam kommen wir zusammen und competen und werden gegenseitig besser. Und für mich ist das eigentlich das Highlight des Jahres, beim Nationalteam-Camp mit Nico zu sein und besser zu werden. Und noch dazu meinen super Coaching-Staff rundherum. Und ich glaube, wir haben da beide die Unterstützung, die wir brauchen, um uns gut zu entwickeln. Nico? Ja, ich glaube auch, dass die Competition uns beide einfach sehr viel besser macht. Das ist natürlich sehr cool, einen Spieler wie den Alex zu haben, der schon sehr viel Erfahrung, nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit hat, der in Deutschland spielen zum Beispiel. Aber von 2014 bei der EM also bringt halt sehr viel Erfahrung mit, von der ich natürlich lernen kann. Und das macht mich natürlich auch uns beide, die Competition, immer besser und dann auch mit den besten Leuten zu trainieren, mit den besten Coaches. Sicher eine super Ehre und immer wieder ein Highlight in einer Fußballkarriere. Jetzt habt ihr beide gegen Frankreich auch gespielt, beide auch Touchdown-Pässe erzielt. Klar, jetzt sagt das ist so, diese Nervosität, das erste Mal jetzt wieder nach langer Zeit im Nationalteam gespielt zu haben, abgelegt habt, dadurch, dass ihr jetzt vor kurzem im Einsatz wart. Ja, eine gewisse Nervosität ist gesund. Die braucht man als Footballspieler, glaube ich, um auf Top-Performance zu spielen. Aber natürlich hat es gut getan, gegen Frankreich zu performen und da ein gutes Spiel abzuliefern. Die gesamte Mannschaft rundherum hat das ermöglicht, von der Offensive Line angefangen, die uns ewig viel Zeit beim Pässe verteilen gegeben hat, und unsere Ballempfänger und Läufer, die uns einfach gut ausschauen haben lassen. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, das wir da getankt haben, werden wir gegen Sonntag aufs Feld bringen können gegen Ungarn. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Nervosität ist vor jedem Spiel dabei und ich glaube, wenn man nicht mehr nervös ist, dann sollte man auch irgendwann retiren. Aber es ist natürlich leichter, wenn man nach so einem Spiel sieht, okay, die Offense funktioniert, die O-Line funktioniert, mit den Receivern kommt man gut klar, mit den Running Backs ist natürlich, geht man mit viel mehr Confidence und Selbstvertrauen, wenn es das zweite Spiel.